Heute gibt's für euch 13 Tipps, nur dieses Mal für die Beta von New World. Anfängertipps, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard, hier auf meinem Zweitkanal Nardfrag, da gibt's ungeschnittene kleine Videos. Also wenn ihr mich noch nicht kennt, checkt gerne nochmal meinen Hauptkanal, auf dem gibt es andere Videos, weitere Videos und ich streame auch auf Twitch. Zu New World habe ich auch Drops, also twitch.tv/fragnard gerne mal auschecken. Das ist mein Zweitkanalname umgekehrt. 13 Tipps, wie ihr in der Beta ganz gut durchstartet. Ich verlinke euch auch nochmal New World. Wenn ihr selbst an der Beta teilnehmen wollt, dann müsst ihr euch einfach nur New World kaufen. Dazu habe ich euch gerne einen Affiliate-Link und das Video gepackt. Auf Amazon bietet sich an, es zu kaufen, weil eben, ja, es ist halt von Amazon. So, ein paar kleine Einsteiger-Tipps. New World, wenn du einsteigst, nicht alles ist selbst erklärend. Ich werde auch noch ein ausführliches und gutes Einsteiger-Tipps-Video zum Launch von New World machen. Jetzt aber erstmal quasi so ein paar Beta-Tipps, die mir persönlich nach dem ersten Anzocken aufgefallen sind. Es ist jetzt nicht so, dass ich da hunderte Stunden reingesteckt hätte, sondern wirklich nur ein paar im zweistelligen Bereich. Tipp Nummer 1, sammle früh und sammle viel. Denn es gibt Städtequests. Ja, geht man mal hier ins Questlog, ins Tagebuch, dann sieht man hier das Stadtprojekt. Und hier hast du verschiedene Sammelquests. Sammle Schafe, erlege die. Sammle Holz, 500 Stück zum Beispiel. Beschaffe 70 Fisch, erschlage Truthähne und so weiter und so fort. Und da bietet es sich natürlich an, erstens die Quests früh anzunehmen und zweitens früh anzufangen, solche Dinge zu sammeln. Also zu wissen, jo, ich brauche davon eine gewisse Quantität. Mehr, als ich jetzt erstmal nur denke, dass ich bräuchte für meinen Eigenbedarf. Nein, es gibt dann auch nochmal wieder eine Sinkhole dafür, einen Abfluss. Und zwar, das ist das Stadtprojekt. Deswegen Tipp Nummer 1, echt eigentlich ziemlich viel sammeln. Tipp Nummer 2, Waffen leveln sich durch Benutzung. Mit K geht's ins Charaktermenü zum Skill. Gibt nicht nur Attribute, sondern auch hier den Waffenführungstab. Und ich persönlich spiele am liebsten Schwert und Schild, habe jetzt nochmal ein bisschen Muskete ausprobiert, 2-3 Schüsse, ein bisschen Streitaxt. Aber natürlich klare Empfehlung, findet das, was euch vermutlich am meisten Spaß macht. Ich hatte schon die Chance, einen Max-Level-Charakter in New World zu spielen bei einem Amazon-Event. Das hat nicht jeder, deswegen probiert da gerne mal rum. Ich war damals Magier, jetzt habe ich mich auf Fernkampf spezialisiert und mache auch Nahkampf. Das ist für mich persönlich eine sehr geile Kombi, aber auch Magie hat mir riesig Spaß gemacht damals. Und ja, versucht einfach mal die verschiedenen Waffenarten kennenzulernen. Es gibt für jede nochmal einzelne Skilltrees, die leveln sich durch Benutzung. Generell müsst ihr die Dinge machen, wie in einem klassischen Survival-Spiel, auch in New World. Wenn ihr es macht, Learning by Doing mäßig werdet ihr besser. Tipp Nummer 3, leg dich früh auf eine Fraktion fest. Ihr seht ja immer wieder hier die Leute mit diesen Symbolen drüber. Das Lila, das Purple, das ist das Syndikat. Ich bin im Syndikat. Das ist meine Fraktion. Ihr könnt euch festlegen, ob ihr auch zu den Marodeuren möchtet oder vielleicht zu den, wie heißen die dritten nochmal? Ist mir jetzt entfallen gerade. Ah, da. Bündnis? Bündnis. So. Ich bin beim Syndikat, ist mehr so ein bisschen Mage-lastig, spielt aber am Ende des Tages keine Rolle, wo du reingehst. Meine klare Empfehlung, geh in das Syndikat, kein Spaß, geh da rein, wo deine Freunde sind, weil das zählt am Ende. Ja. So würde ich mich entscheiden, mach das aber früh, denn darauf wollte ich eigentlich hinaus, denn es gibt einen Fraktionsquestgeber. Und bei diesem Questgeber kannst du dir, ja, offensichtlich Quests abholen, Fraktionsquest. Die geben Marken und für die Marken kannst du eine Belohnung kaufen und mit schon ein paar tausend oder so kannst du dir dann die ersten Waffen holen. Zum Beispiel einen Zweihandbogen, den werde ich mir holen. Ja, war das doch mal direkt kaufen. So, cool. Cooler Bogen. Ist leider für Level 15. Ne? Das ist der einzige Nachteil. Sämtliche Items hier bei ihm sind für Level 15. Das heißt, ja, dann profitiert er erst. Aber das erreicht man recht schnell. Nur nicht in den ersten 2-3 Stunden. Aber schon recht schnell. Okay, weiter geht's mit Level 4. Housing erstmal nicht beachten. Das ist ja eh erst ab Level 20. Also keine Gedanken dran verschwenden. Erstmal den Rest zocken. Punkt Nummer 5. Aber eine Sache, die kannst du machen, und zwar das Lagerfeuer. Ja. Zeltaufbau ist in der Stadt nicht möglich. Deswegen gehen wir mal kurz hier vor die Stadt. Und ihr seht schon, der Weg, der hier geschändet wird von dutzenden Lagerfeuerzelten von Leuten, die hier ihre Stadt aufgebaut haben. Z halten, um das Ganze zu machen. Und dann kannst du hier eben quasi ein Zeltlager errichten mit 5 Holz.
und einem Feuerstein. Die brauchst du und das lohnt sich erheblich, denn du legst erstens, und das seht ihr jetzt, den Respawn-Punkt fest, wenn ihr mal sterbt. Ja, also sagen wir, ihr müsst durch ein schweres Gebiet mit High-Level-Gegnern. Dann probiert so an ruhigen Stellen vielleicht so einen Spawn-Punkt zu setzen, um nicht die ganze Zeit von A nach B wieder zu sterben. Ja, das ergibt kaum Sinn. Oder ihr habt einen Questort, wo ihr mehrere Quests habt. Dann machst du das dahin. Außerdem, nicht nur, dass man da müde wird, kannst du dort Pfeile herstellen. Legendär wichtig als Jäger oder generell Munition. Du kannst verschiedene kleine Dinge craften. Nicht so speziell, ja, aber du hast ein grundsätzliches, grobes Crafting-Menü und die Chance, das zu machen. Ja. Du brauchst nämlich eine Ortschaft, wo du quasi was herstellen kannst. Dazu jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr. Punkt Nummer 6, mach die Nebenquests. Auch Nebengeschichten sind sehr lohnenswert, die geben viel EP, ja, hier 630, aber auch viele Taler-Teils. Ja, 52, hier ein Dolch im Nebel. Da muss ich sagen, ich finde den dritten Krug nicht. Also absolut nicht. Keine Ahnung warum. Ich bin völlig verzweifelt. Aber viel Kohle und moderate EP. Das gibt es da, teils sogar viel EP. Je nachdem, was du machst. Lohnt sich auf jeden Fall, Nebenquests zu machen, damit du im Level so ein bisschen mithalten kannst. Punkt Nummer 7. Fokussiere dich auf ein Gebiet. Ja, meistens ist es vielleicht dein Startgebiet. Zockst du mit Freunden, könnte man sagen, vielleicht stirbt man sich erstmal durch zum anderen, eventuell. Im Regelfall spielst du dein Startgebiet durch, ja. Mir ist es das hier, ja. Bei euch kann es immer was anderes sein. Warum das eine Gebiet durchquesten? Es gibt so Gebietsruf. Ja? Und den musst du dann hochbringen oder kannst du dann hochbringen. Ab Level 10 gibt es dann eben noch weitere Besonderheiten. Ich will jetzt auch nicht alles spoilern, aber ihr werdet wesentlich schneller und effizienter, je länger ihr in einem Gebiet seid. Das heißt, es lohnt sich, dieses eine Gebiet durchzudaddeln. Es ist quasi sehr viel ineffizienter, das Gebiet zu wechseln, außer es gibt irgendwelche verbuggten Mega-Quests. Aber grundsätzlich ist das der Way to go. Nächster Punkt, Punkt Nummer 8, häng dich nicht zu lang an unnötigen Quests auf, wo du keine Lösung findest. Beispiel hier bei mir, dieser Krug bringt mir überhaupt nichts. Jetzt 100 Jahre lang reinzudödeln und am Ende nichts zu kriegen, weil es verbuggt ist vielleicht. Das ist nämlich möglich. Es ist eine Beta, es kann verbuggt sein. Okay, sagen wir mal ehrlich, in der Release-Fassung wird es wahrscheinlich auch verbuggt sein. Zumindest zu teilen. Aber es ist immer noch eine Testversion. So, sorry, bin ein bisschen müde. 22 Uhr abends hier. Das Ganze wird ungeschnitten, wie gesagt, auf meinem Hauptkanal Fragnaht gibt es das Ganze dann geschnitten. Punkt Nummer 9, probiere gar nicht erst so hohe Quests. Ich habe probiert, durch ein High-Level-Gebiet zu gehen und es hat absolut nicht hingehauen. Macht den Fehler nicht. Bringt nichts, ihr kriegt die Mobs nicht tot. Forget it. Außer vielleicht zu 5. Aber das ist auch ineffizient. Deswegen Punkt Nummer 10. Beta-Fortschritt wird nicht gespeichert. Alles, was ihr euch in dieser Beta hier erarbeitet, bis Anfang August, ist dann in der Release-Fassung nicht mehr drin. Solltet ihr wissen. So, einfach, damit ihr nicht enttäuscht werdet. Punkt Nummer 11. Ja. Achte darauf, auf welchem Server ihr spielt, wenn ihr mit Freunden spielen wollt. Ich persönlich bin jetzt auf der Welt Hades und bin in der Fraktion Syndikat. Und so solltet ihr euch absprechen. Erstens Welt, zweitens Fraktion. Damit es keine Enttäuschungen gibt, ihr nicht tausendmal rerollen müsst, also euren Charakter neu erstellen müsst. Das ist vielleicht noch ganz gut zu wissen. Nächster Punkt, 12. Das Auktionshaus. Oh, gehen wir mal ins Auktionshaus. Ich finde es cool. Ich habe mir schon ein paar Sachen im Auktionshaus gekauft, weil am Anfang weißt du noch nicht, wo alles ist. Ja. Wo es Truthähne gibt, wo du Federn herkriegst, wenn du Pfeile bauen willst, wo es vielleicht irgendwie Tücher gibt. Irgendwas hast du, irgendeinen Mangel hast du. Kannst du hier links oben suchen, gibst du einfach ein Tuch oder was. Oder Leinen, vielmehr. Oder Stoffe. Und dann findest du es. Easy as that. Du kannst es hier kaufen, aber auch verkaufen. Ja? Das heißt, du kannst hier irgendeinen Gegenstand nehmen, Kaufsauftrag reinknallen und dir wird dann ein Preis hier vorgeschlagen. Einen Auftrag erteilst du und dann löppt der Lachs auch schon. Ne? Also hier so ein paar Stoffe vielleicht nochmal rein. Ja. Und so wirst du zum Auktionator und kannst schon mal ein bisschen reicher werden hier in wollte schon sagen in Assassin's Creed, aber eigentlich natürlich nicht in Assassin's Creed, sondern im legendären Spiel Neue Welt.
ganz geil eigentlich, oder? Verkaufsauftrag nochmal rein hier. Sagen wir mal, bisschen teurer vielleicht. I don't know. Aber das hier sind Vergleichsobjekte und die sind genau so teuer. Wir könnten das undercutten, wenn wir wollten, um etwas. Auktionshaus im Detail soll es nicht sein. Ich will euch nur darauf aufmerksam machen. Das gibt es auf der Karte in den Siedlungen. Ja, in den Städten sieht das dann so aus wie so ein Handelspostensymbol. Das ist das Auktionshaus. Apropos Auktionshaus Nummer 13. Ich wollte noch ein bisschen über die Icons sprechen. Zoomt ran an die Stadt, wenn ihr was sucht. Ja, es gibt eine Schmiede, da könnt ihr Waffen machen. Es gibt ein Steinmetz, eben Stein weiterverarbeiten. Es gibt ein Lager, da kannst du Sachen einlagern, wenn dein Charakterinventar voll ist. Schmelzofen gibt es, Metallverarbeitung, Holzwerkstatt. Eine Werkstatt für Fernkampfwaffen wie Pfeile, aber auch Munition. Eine Küche zum Kochen, da gibt es auch teils verbesserte Rezepte. Und in der Kriegsübersicht, wenn so eine Kriegstafel gibt es hier oben nochmal. Und eben diese Stadtplanung. Also überall kriegt ihr hier Quests, klappert mal alles ab. Kleider machen Leute. Kann sich lohnen. Letzter Tipp. Heimathafen setzen hier dieses Ruhestein-Symbol, Spaß, dieses Mondsymbol, wir sind ja nicht in WoW. Rückruf, ja. In diesem Gasthaus könnt ihr euren Rückruforort festlegen. Ihr könnt dann über die Karte, die dann wieder dahin geht, so könnt ihr draufklicken und dann hier Rückruf. Oder aber auch eine Schnellreise. Das geht auch, aber nicht von überall. Es gibt sogar so einen Schnellreise-Runenstein. Den zeige ich euch jetzt nochmal kurz hier in der Stadt. Und ja, ich bin auch noch relativ am Anfang, aber vielleicht könnte ich euch so ein paar Dinge mitgeben. Ich finde das immer ganz wichtig, wenn man selber noch eine Anfängerperspektive hat, kann man anderen manchmal wesentlich besser nochmal helfen, wenn man so sich daran erinnert. Okay, was habe ich mich denn vor 2 Stunden gefragt? Ja? Und nicht, was habe ich mich vor 150 Stunden Spielzeit gefragt? Weil dann ist man mittlerweile so im Fachidioten drin, dass man gar nichts mehr checkt. Ja, liebe Leute, das soll es gewesen sein. 13, 14 ungeschnittene kleine Tipps. Gerne mal auf twitch.tv/fragnat reinschauen. Bei mir gibt es auch New World Drops. Und zum Launch von New World werden wir auch ein bisschen schön streamen. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne dort mal stellen. Und ich probiere, besser zu werden in dem Spiel für euch und euch so ein bisschen mitzunehmen. Vor allem natürlich dann auf dem Hauptkanal. Ja. Ich glaube, zur Beta mache ich jetzt hier auf dem Zweitkanal ein bisschen was. Aber auf Fragnat mache ich das dann zum Launch. Liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, hopp in den Nacken. Und ja, was kann ich noch erzählen? Eigentlich nix. Würde ich gerne hier die Glocke aktivieren. Danke fürs Einschalten und tschüss. Liebe Leute, mein Name ist Fragnat und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragnat. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.